Heute ist es der alljährliche Bauern- und Umweltmarkt. Aber wie schon im letzten Jahr hat man wieder Regenwetter erwischt. Von den Bauern nach der langen Trockenheit auf den Feldern schon lange ersehnt. Warum aber gerade heute? Trotzdem verläuft alles wie geplant. Und für ein besonderes Spektakel ist auch gesorgt. Und das können die Besucher hier erleben. An der alten Windmühle am Hessenring, außerhalb der Altstadt, haben junge Leute der KLJB, der katholischen Landjugendbewegung, aus dem Ortsteil Ziegelheide einen eigenwilligen Bereich aufgebaut. Es ist eine Ferkelrennbahn. 6 Ferkel sollen hier in 6 Rennen beweisen, was sie so drauf haben. Die Zuschauer können sich mit Wetten beteiligen. Wie das so abläuft, erfahren wir hier an dem kleinen Kiosk von den jungen Damen. Ist der Wetteinsatz kostenlos oder kostet der was? Nee, der kostet 1 Euro, ist Mindestsatz pro Schwein. Aber man kann auch variabel mehr. Man kann 3 Euro, 4 Euro. Man kann auch auf mehrere Schweine setzen. Genau, aber pro Schein immer 1. Also 1 Euro pro Schwein ist immer. An den Steckbriefen der Ferkel treffen wir auf Christian Seyen von der KLJB. Wir möchten wissen, ob die Ferkel mehrere Runden rennen müssen. Nein, die Ferkel laufen also nur eine Runde, das ist 55 Meter lang der Parcours. Danach kriegen die, das ist meine Belohnung, kleines Futter danach. Und dann legen sie sich wieder für eine Stunde zur Ruhe. Am Getränkeverkauf macht uns Christian mit der Vorsitzenden der Landjugend, Lena Genepper, bekannt. So, hier ist unsere Vorsitzende der Landjugend Kempen, die Linda Genepper. Das ist, sag ich mal, die Rennleitung der letzten 2 Wochen gewesen. Ja. Erzähl mal was zu den Ferkeln. Wie haben wir trainiert? Ja, also wir haben 2 Wochen lang jeden Abend die Ferkel durch diesen Parcours geschickt. Haben sie natürlich ein bisschen mit Futter gelockt. Und ja, also man glaubt es kaum, aber Schweine sind ziemlich klug. Und die hatten das innerhalb von 3 Tagen, hatten wir es raus. Und ja, Bestzeit bei ungefähr, ich glaube, 50 Metern Parcours liegt ungefähr bei 10,3 Sekunden. Es regnet nicht mehr. Die Zuschauerränge haben sich schon gut gefüllt. Alle warten gespannt darauf, was hier gleich abgeht. Derweil ist Markus Driessen, der Sprecher der jungen Leute, mit flotten Sprüchen im Publikum unterwegs. Mit ein bisschen Glück nehmen Sie sich ein Herz, gucken Sie sich erst die Ferkel an. Unsere Betreuer sind mehr oder weniger Wunschbesucher für die Ferkel da. Das geht hier wie beim Sport zur Sache. Physiotherapeuten, Psychologe, Trainer, haben wir alles dabei. Töri, das kritische Wort Doping. Nein, davon sind unsere Ferkel frei. Wie gesagt, noch eine Viertelstunde. Gleich geht's los. Geben Sie Ihre Wetten ab. Und ein Wildschwein. Ein Wildschwein ist der Aufpreis. Aber es lohnt sich. Suchen Sie sich ein Schwein aus. Und setzen Sie drauf. Hier die Startmaschine mit den 6 Ferkelboxen. Kennen die alle ihre Stelle, ihre Boxen? Ja, es wechselt immer ein bisschen. Immer? Da, wo die gerade vorstehen, gehen die rein. Gegenüber das Ziel, das nach 55 Metern von allen Ferkeln erreicht werden soll. Die 15 Minuten sind um. Gleich gehen die in Wettkämpfen erprobten Ferkel auf die Piste. Ja, schön brav. Start, dann sag ich, auf die Plätze, fertig, los! Aber hallo, war das nicht ein Fehlstart? Die Zeitlupe wird es zeigen. Fertig, los! Naja, ein bisschen wurde schon geschummelt. Aber trotzdem, das Rennen geht weiter. Feuern Sie Ihr Schwein an, und gelbes vorne, gelbes Ohr mit Abstand. Oh, da von der Stelle, gelbes vorne, das ist Lucy. Hinter dem Zielschild dann der Futtertrog. Das eigentliche Ziel der flinken Tiere. Und das ist Lucy, das schnellste Ferkel in diesem Rennen. Wie ausgehungert
stürzen sich alle auf das aus besten Zutaten bestehende Futter. In wenigen Minuten ist alles weggeputzt. Und jetzt legt man sich wieder bis zum nächsten Rennen für eine Stunde ins kuschelige Stroh. Sein Häschen.